Wir haben noch einen letzten Programmpunkt. Ach so, ich so. Und das ist die Ehrung des Trainer des Jahres. Und da bin ich ganz stolz und froh, dass es mir gelungen ist, eine Trainerin zu finden, eine Art Trainerin, die sich bereit erklärt hat, die Laudatio für diese Ehrung zu halten. Und das ist keine geringere als die Präsidentin, Vorstandsvorsitzende des deutschen DOSB, Frau Veronika Rücker. Ich glaube, für jemanden, der die höchste Ehrung, den Trainer des Jahres hier bekommt, ist das eine ganz besondere Auszeichnung. Und dass das nicht nur die Vorstandsvorsitzende ist, sondern dass da auch noch ein persönlicher Bezug da ist, das wird uns gleich eindrücklich erklärt werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dirk. Ich kann vorwegschieben, dass es mir eine Freude und wirklich auch eine Ehre ist, dass ich heute hier den Trainer des Jahres ehren darf bzw. die Laudatio übernehmen darf. Ja, der Spitzensport in Deutschland wird aktuell reformiert, das werden Sie inzwischen alle mitbekommen haben. Seit 2015 haben sich DOSB und BMI auf den Weg gemacht, den Spitzensport in Deutschland neu aufzustellen. Und eins der absoluten Kernelemente dabei ist, tatsächlich den Athleten und den Trainer stärker in den Mittelpunkt zu rücken und auch in den Mittelpunkt aller Reformbemühungen zu stellen. Dieser Traineraspekt wird leider in den Medien sehr häufig vergessen. Dort wird vorwiegend der Athlet in den Mittelpunkt gerückt. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass der Trainer mindestens genauso einen wichtigen Erfolg zukünftig an einem leistungsstarken Deutschland hat. Wir sehen den Trainer als Schlüsselfigur für spitzensportliche Erfolge, aber selbstverständlich eben auch für breitensportliche Leistungen bis hin auf der Vereinsebene. Dieser Trainer verdient aus unserer Perspektive besondere Wertschätzung und Anerkennung und insofern finden wir die Auszeichnung des DTB zum Trainer des Jahres eben eine gute Möglichkeit, tatsächlich mal den Scheinwerfer auf die Trainer und auf ihre Leistungen zu richten. Der DTB, und da zitiere ich jetzt aus der Ehrungsordnung, verleiht diesen Preis für besondere Leistungen als Trainer im Hochleistungssport oder im Bereich der Trainerausbildung im laufenden Jahr und als Würdigung einer langjährigen, besonders erfolgreichen Arbeit als Trainer, Trainerin, vorwiegend im Hochleistungssport oder im Bereich der Trainerausbildung. Und in diesem Jahr wird diese Auszeichnung zum Trainer des Jahres 2018 an Peter Born verliehen. Und wer... Und wer von uns allen kennt Peter Born nicht? Und ich würde sogar ergänzen, wer schätzt Peter Born nicht aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen? Zum einen ist er anerkannter Referent bei unzähligen Vorträgen im In- und Ausland. Er ist kompetenter Autor von diversen Artikeln in den unterschiedlichsten Fachzeitschriften. Wir alle haben mehrfach Artikel von Peter Born genießen können. Er ist Moderator von Trainerfortbildungen und von Kongressen. Und diese Liste aus den Funktionen heraus, aus denen wir alle Peter Born kennen, könnte ich noch lange fortsetzen. Für die Ehrung zum Trainer des Jahres 2018 waren unterschiedliche Gründe ausschlaggebend und ich möchte vor allen Dingen drei davon herausgreifen, die auf diesen Bereich der Ausbildung einzahlen und die aus meiner Perspektive heraus die Qualität der Ausbildung im DTB über die Jahre hinweg, über die ich es eben auch verfolgt habe, ganz wesentlich und maßgeblich gesteigert haben. Bernhard Peters hat heute zu Recht kritisiert, dass die Ausbildung in vielen Sportarten eben noch nicht dem Niveau entspricht, was wir uns eigentlich in Sportdeutschland wünschen würden. Und hier an dieser Stelle würde ich sagen, hat der DTB eben auch in Form von Peter Born einen ganz wesentlichen Schritt getan und drei Aspekte davon will ich eben rausgreifen. Das erste ist der Beitrag tatsächlich von Peter Born bei der Initiierung und Mitgestaltung vom Online-Campus. Über den Online-Campus haben wir ja in den letzten Kongressen und Maßnahmen, die ich zumindest mitbekommen habe, auch viel diskutiert. Aber ich glaube oder bin der festen Überzeugung, dass das eine ganz neue Form der Vermittlung von Inhalten ist. Im Zeitalter der Digitalisierung gilt es eben auch, neue Möglichkeiten zu nutzen, die sich uns bieten. Und wir haben über diesen Online-Campus zum einen die Möglichkeit, Inhalte anders darzustellen, anders mit Bewegtbildern, anders mit Filmmaterial zu unterlegen. Zum anderen haben wir eben aber auch die Möglichkeit, Permanentes an neue aktuelle Entwicklungen anzupassen. Und dadurch wird meiner Ansicht nach durch den Einsatz vom Online-Campus die Qualität der Ausbildung
ganz wesentlich gesteigert. Der Aufwand, der dahinter steckt, diesen Online-Campus tatsächlich mit Leben zu füllen, ich glaube, der ist unermesslich und der ist für uns alle gar nicht nachvollziehbar. Und auch davon habe ich einiges mitbekommen über die Höhen und Tiefen der Einrichtung dieses Online-Campuses. Und ich glaube, die Stunden, die Tage, die Monate, ich würde sogar sagen, Peter, die Jahre, die du investiert hast in diesen Online-Campus, die haben vielleicht ein Stück weit dazu geführt, dass dich heute mehr Leute auf deine etwas graueren Haare angesprochen haben. Aber ich glaube, da hat schon auch der Online-Campus einen wesentlichen Anteil zu geleistet. Der zweite Aspekt, den ich einbringen möchte, ist die Anerkennung des DTB-Ausbildungssystems durch die ITF im Goldstatus. Ich weiß gar nicht, wer von Ihnen das alles verfolgt hat, aber das deutsche Ausbildungssystem hat wie tatsächlich nur wenige andere Nationen die Anerkennung im Goldstatus. Und auch bei einer erneuten Überprüfung ist dieser Status nochmal bestätigt worden. Und dieser Status zeigt eben die hohe Qualität der Ausbildung und auch dazu hat meiner Ansicht nach Peter Born einen ganz wesentlichen Anteil geleistet. Diese Kriterien, die die ITF eben aufstellt, gilt es mit Leben zu füllen. Es gilt, die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Und da hat Peter Born ganz wesentlich mitgewirkt. Der dritte Aspekt, den ich hervorheben möchte, ist der DTB-Trainerkongress. Und diese Erfolgsgeschichte steht seit Jahren unter der Leitung von Peter Born. Im ersten Jahr 2013, kann ich mich noch daran erinnern, sah es hier deutlich leerer aus. Da hatten wir ca. 200, 250 Teilnehmer. Inzwischen hat der Kongress 750 Teilnehmer, hat eine Warteliste, hat hochkompetente Referentinnen und Referenten. Und ich finde, es ist eine der attraktivsten Formen der Trainer Aus-, Fort- und Weiterbildung, die wir uns vorstellen können. Und ich weiß, dass viele Sportarten den DTB um diese Ausbildung tatsächlich beneiden oder um diesen Kongress beneiden. Und daher auch an dieser Stelle ein Dank nochmal an Peter Born, der ganz wesentlich dafür mitgewirkt hat, dass dieser Kongress so in der Form überhaupt realisierbar ist. Ich habe jetzt drei Aspekte herausgegriffen. Ich glaube, es gäbe noch unzählige Leistungen, die man als Begründung für die Auszeichnung von Peter Born hier anführen könnte. All die Tätigkeiten in den Gremien und Ausschüssen des DTB, und ich will sie nur mal kurz benennen, im DTB-Lehrteam, im Ausschuss für Ausbildung und Training des DTB, im Prüfungsausschuss des DTB, im Trainerbeirat, aber auch in den internationalen Gremien, eben wie beispielsweise in der ITF Coaches Commission. Da überall ist Peter aktiv und bereichert eben durch unzählige Vorträge und Beiträge bei den Kongressen unsere Trainerarbeit. Mit diesen Aktivitäten ist Peter eben genau an der Schnittstelle und bereitet uns Trainerinnen und Trainer auf unsere wichtige Aufgabe auf dem Platz vor. An der Stelle habe ich auch sehr davon profitiert, muss ich sagen. Ich war in einem der ersten A-Trainer-Lehrgänge, die Peter verantwortet hat. Und in meiner Wahrnehmung hat er eben die Qualität der A-Trainer-Ausbildung permanent und stetig immer weiterentwickelt und hier unschätzbar viel Wert auf hohe Qualität gelegt. Und ich glaube, davon habe ich zumindest als A-Trainerin massiv profitiert. Aber Peter hat eben nicht nur den Leistungssport im Blick, sondern eben auch das, was an der Basis in den Vereinen passiert, im Bereich des Breitensports, auch das immer wieder nimmt Peter mit in den Blick. Und ich bin mir sicher, dass jeder der Zuhörer von den Beiträgen von Peter Born was mitnimmt für seine tägliche Praxis, was umsetzt auf dem Platz und damit auch eben die Qualität von unserem Training steigert. Und das, finde ich, ist ein unschätzbar großer Wert. Neben all den Verdiensten um das deutsche Tennis, Peter winkt hier schon ab, aber ich kann es dir nicht ersparen, möchte ich noch drei Eigenschaften tatsächlich von Peter erwähnen und hervorheben, weil ich die tatsächlich nochmal wichtig finde. Ich finde, Peter ist es immer sehr, sehr gut gelungen, praktische Erfahrungen, die er selber als Coach gesammelt hat. Und er hat ja mit vielen erfolgreichen Spielern zusammengearbeitet in der Jugend, mit einem Zverev, mit einer Kerber oder auch einer Lisicki. Und ihm ist es immer gelungen, diese Inhalte in die Ausbildung von Trainern wieder einzubinden und hier wirklich den Bezug zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Das ist, finde ich, absolut nicht selbstverständlich. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie es da gelungen ist, diese Doppelrolle Trainer und Ausbilder ebenso nutzenstiftend einzusetzen und uns zu vermitteln. Eine weitere Eigenschaft finde ich von Peter, und auch das nicht selbstverständlich, dass du im wahrsten Sinne des Wortes ein lebenslang Lernender bist. Das ist das, was wir immer von allen verlangen, zu sagen, bleibt lebenslang lernwillig, lernfähig. Und das, finde ich, war immer der Anspruch von Peter Born, auf der Höhe der Zeit zu sein, neueste Entwicklungen mitzubekommen, sich selber weiterzuentwickeln, nationale und internationale Entwicklungen zu berücksichtigen und dann dieses Wissen an andere, an die Trainer eben weiterzugeben.
Und der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, ich finde, Peter zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Aufgabe eben mit großer Hingabe und Begeisterung ausübt. Und er hat für mich nie den Eindruck gemacht, dass das ein Job für ihn ist, sondern tatsächlich eine Berufung. Das ist mit Sicherheit auch nicht selbstverständlich, diese Aufgabe als Berufung zu sehen. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch für die Familie. Jetzt geht mir der Saft aus. Nein, da ist er wieder. Ist gesteuert von der Familie. Nein, tatsächlich, ich glaube, für die Familie ist es auch nicht ganz so einfach, wenn dann sogar am Wochenende oder wie ich gerade noch hörte, dann auch Heiligabend noch über den Trainerkongress gesprochen wird und über die Inhalte, die man dann hier vermittelt. Insofern auch nochmal Dank an die Familie. Aber eben ist es auch eine große Ehre für den DTB, mit dir jemanden zu haben, der seinen Job so versteht und eben tatsächlich als Berufung sieht. Aufgrund dieser verschiedenen Aktivitäten und auch aufgrund der besonderen Eigenschaften bin ich der festen Überzeugung, dass der DTB mit Peter Born eine ganz hervorragende Wahl zum Trainer des Jahres getroffen hat. Und insofern ganz herzlichen Glückwunsch an Peter Born. Ja. Ich glaube, eine bessere Laudatio kann man sich nicht wünschen als Trainer des Jahres. Es gibt natürlich auch ein kleines Geschenk. Das hier ist tatsächlich sehr klein. Das ist auch nicht das Plakat oder das ist auch nicht das Schild, das du bekommst. Das soll dir nur sagen, du bekommst ein großes Schild, wo natürlich auch ein entsprechendes schönes Foto von dieser Ehrung drauf ist und natürlich auch repräsentativ, das hoffentlich später mal dein Büro schmückt, wo dann auch definiert ist, du warst Trainer des Jahres und wie du hier eine Laudatio von der Vorsitzenden des DOSB bekommen hast. Nochmal auch ganz herzlichen Dank an Veronika Rücker. Ich glaube, Sie alle werden mit Ihrem Beifall bestätigen, dass man eine kompetentere, bessere Laudatio dem Peter Born nicht hätte zukommen lassen. So, nochmal die Überreichung des kleinen Geschenkes. Lassen wir nicht fallen. Nochmal Gratulation, lieber Peter, im Namen des Deutschen Tennisbundes zu dieser Ehrung. Vielen Dank dir. Fotos. Ja, gut. Also ist mir vielen Dank. Unglaublich, was ich alles gemacht hätte oder getan habe. Ist mir ein bisschen peinlich. Aber herzlichen Dank für diese tolle Laudatio und für diese tolle Ehrung, hat mich angerührt und ich nehme das mal so entgegen und versuche das mal zu verarbeiten. Mir hat es immer Spaß gemacht, wirklich, so wie du es auch gesagt hast, das war immer an erster Stelle und mir war es immer wichtig, dass ich das Wissen, was ich woanders gesehen habe, weitergeben konnte. Nicht alles war ja immer von mir, sondern auch ich versuchte das immer weiter zu transportieren und ich hoffe, die Trainer haben alle was davon gehabt und ich bedanke mich auch beim DTB für 26 Jahre oder 26,5 Jahre da tätig sein zu dürfen. Es war eine tolle Zeit, es gab viele Aufs und Abs, wie das halt so ist im Leben. Und insgesamt muss ich sagen, ganz hervorragend. Ich finde, das war eine gute Entscheidung, zum DTB damals zu gehen. Auch die Zeiten beim Württembergischen Tennisbund fand ich ganz großartig, die Jahre vorher. Und ich schaue nicht mit Wehmut zurück, sondern freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt. Wenn ich in den Ruhestand gehe, heißt das nicht für mich, dass ich aufhöre, sondern ich werde noch aktiv sein. Ich fühle mich noch im Kopf relativ jung, wenn ich so an der Scheibe vorbeigehe und gucke dann rein, dann sehe ich doch, ist schon relativ alt. Aber und insofern denke ich, dass ich auch noch sehr viel machen möchte, Projekte und andere Dinge, die möglich sind. Ich bedanke mich bei meiner Familie, wie man das so schön macht. Das ist man ganz sehr stolz, meine Jungs. Und danke.